Dr. Huti, wen habe ich in der Leitung? Schönen guten Abend, hier ist die Silvia. Hallo Silvia. Ich wollte mal fragen, was ist eigentlich der spirituelle Hintergrund, warum meine Spiritualität so zögerlich erscheint? So, und jetzt haben wir zum Beispiel etwas, was ich jetzt mindestens 5-mal gesagt habe. Ich bitte darum, den Fernsehton wegzuschalten, wenn man durchgestellt wird. Ja. So, das heißt also, es geht auch darum, zuzuhören, wenn jemand etwas sagt. Ja. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr sitzt hier auf dem Stuhl und es klingelt und wir hören uns doppelt und dreifach. Da sprengt es uns, ja, da sprengt es uns die Ohren weg. Und das sage ich im Interesse aller, die hier sitzen. Und gerade das ist zum Beispiel auch was, dass du nicht wirklich hinter die Dinge schaust und dass du auch teilweise ungeduldig bist. Es geht ja nicht schnell genug. Genau. Aber eine spirituelle Entwicklung hat nichts mit Schnelligkeit zu tun. Da fährt man nicht Ferrari. Das ist richtig, weil ich hatte auch schon, ich bin Reiki-Lehrermeisterin in ganz verschiedenen Systemen. Oh. Und man hat mir vor Jahren mal eine Reiki-Einweihung gemacht. Und von da an waren mir 1,5 Jahre die Gefühle weg gewesen. Und ich habe sie mir ganz, ganz schlimm erst wieder erlangen können, aber noch nicht alle. Hast du mich schon mal früher in Beratungen erlebt? Nein, noch nie. Okay, dann weißt du nicht, was ich von diesen ganzen Reiki-Hokuspokus halte und was ich dazu sage? Ja. Wie kann ich einen Menschen etwas einweihen, was er eh schon hat? Ja. Ich kann nur eines tun. Mhm. Ja, ich schicke dich zu demjenigen hin, bei dem du deine Ausbildungen gemacht hast, dass der dich wieder sauber macht. Aha, ja, nur dem seine Rituale, die kannte überhaupt kein anderer Reiki-Lehrer. Das scheint mir irgendwie wie schwach. So, alles, was mit, richtig, das ist allgemein so. Ja. Einen guten Reiki-Lehrer zu finden, das ist wirklich eine Nadel im Heuhaufen. Richtig. So, und ich möchte mich dazu jetzt nicht weiter äußern, weil sonst verfluchen mich die ganzen Reiki-Meister wieder. Ja. Du brauchst eine generelle Beratung für dieses Thema. Ja. Und da meldest du dich jetzt bitte sofort für die Rückruffunktion an. Mhm. Und dann werde ich dir was dazu sagen. Okay, dann bedanke ich mich ganz Okay, herzlich. Liebes, gute Zeit. Tschüss. Wünsche ich dir auch. Tschüss. So, ich möchte kurz dazu was sagen. Solche Dinge wie Emily Rose, die Anneliese Michel, passieren im täglichen Leben. Auch wenn man es verleugnet und wenn es von den ganzen Wissenschaftlern und Psychologen unter den Tisch gekehrt wird. Aber es gibt nicht umsonst diesen Spruch, die Geister, die ich rief. Es gibt paranormale Phänomene, das bedeutet, es gibt auch Dinge wie Besetzungen, die bei Ritualen und sonstigem Gedönse passieren können. Und wenn das der Fall ist, dann stelle ich mir die Frage, dann müsste das doch eigentlich derjenige wieder auflösen können, der es hervorgerufen hat. Und da habe ich erst vor kurzem einen Fall gehabt. Da war eine junge Dame bei mir in der Leitung. Die hat gesagt, ich habe das selber gemacht. Ich schaffe das auch, dass ich das selber wieder rauskomme. Und ich bin auch davon überzeugt. Aber mit der geistigen Welt zu spielen, ist eine hochexplosive Gefahr und Situation. Man kann sich nicht vorstellen, was dabei alles passieren kann, wenn man es nicht gut macht.